Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke, wie mir gesagt wurde. Und heute werden wir eure Namen auswählen. Dafür habe ich rechts da meine Liste, die ich erstellt habe, indem ich einfach die Kommentare gefiltert habe nach Hashtag Seromon. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr es in die Kommentare mit reinschreibt, dass da Hashtag Seromon steht, sonst kann ich euch nämlich nicht finden. So, ohne große Umschweife werden wir direkt beginnen mit den Namen, weil das höchstwahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird. Da wir direkt 6 Pokémon auswählen, wird das höchstwahrscheinlich die ganze Folge dauern. Und wir beginnen einfach mal mit der Numero Uno bei uns. Und Numero Uno, was war die falsche Taste? Ich habe die Seite gerade refreshed. So. Numero Uno wird sein der Rico. Rico, herzlich willkommen schon mal im Team. Wir werden heute gemeinsam herausfinden, was für ein Pokémon du bist. Ich mag zwar keine Pflanzen-Pokémon, aber holy shit, mein Freund. Holy shit. Was bist du denn für ein fettes Viech? Alter Schwede, geile Nummer. Geile Nummer, gefällt mir. Mal gucken, ob wir es auch fangen können, ne? Es wird spannend. Oh mein Gott. Hm. Oh. Wir haben 100% die Fangrate. Es ist eigentlich nicht schwer. So, Rico, herzlich willkommen im Team. Du bist ein Shelterrar. Ich dachte schon, da steht dreimal R. Shelterrar. So, du bist ein Kontinent. So, so viel zum Thema fettes Viech. Ein ganzes Kontinent ist das. Der Größe von 2,2 Meter. Kein großes Kontinent, aber ein Kontinent. So, in alten Zeiten malten die Menschen sich aus. Die Erde ruhe auf dem Rücken eines riesigen Shelterrar. Seltsamer Name. Muss ich nicht verstehen. Spitznamen geben. Selbstverständlich nennen wir den Kollegen der Rico. Der Rico. So, Rico, herzlich willkommen in Le Team, würde ich mal sagen. Le Team ist bereit zum Start. Ich werde den Le Rico jetzt erstmal der Liste löschen. Somit verschwindet Rico aus der Liste und sollte er sterben, kommt er erst wieder, wenn wir ein neues Projekt starten. Apropos neues Projekt, wenn euch dieses Projekt wirklich gefällt und ihr es bis zum Ende durchhaltet, mal gucken, wer am Ende noch alles da ist von euch, dann würde ich mir durchaus vorstellen können, noch einmal so ein Pokémon-Projekt aufzuziehen. So, der nächste in unserem Team wird sein der Luna. Luna, ich bin gespannt, was für ein Pokémon du wirst. Ich hoffe, ein genauso awesomes wie Shelterrar, obwohl ich überhaupt keine Pflanzen-Pokémon mag. Aber das ist richtig geil. Richtig schön dickes, mächtiges Viech. Alter, freue ich mich. Ja. So kann es weiterlaufen, Freunde. Wir gehen schon mal in die nächste Stadt, weil wir ja noch unseren Müll in den Müll werfen müssen. Deswegen gehen wir mal schon mal in die Richtung. Weil kämpfen müssen wir sowieso nicht, also von daher passt das alles schon. Wir gehen unten links in den Busch rein und da werden wir dann unsere Pokémons fangen. Und da ist er auch schon. Hier werden wir die Pokémon fangen. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Ich dachte eigentlich, wir fangen alle Pokémon, bis wir hier sind, aber ja. Sehr schön. Dim, 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 dim. Es muss überall und immer einen Ausgleich geben, Freunde. Es muss immer einen Ausgleich geben. Jetzt haben wir ein Pflanzen-Pokémon und ein Insekten-Pokémon. Wir brauchen definitiv noch ein Pokémon, das Surfer kann. Hornio wurde gefangen. Luna. Ich hoffe, im nächsten Projekt wirst du was Großes. Raupe. Es greift mit 5 cm großen Giftstachel auf seinem Kopf an. 5 cm willst du... Du willst mir sagen, dass dieser Stachel 5 cm ist? Ich glaube, die Raupe an sich ist 5 cm groß. Es steht stets unter Laub... es ist stets unter Laub anzugreifen. Anzutreffen. Ich bin schon ganz verwirrt. Wegen Hornio. Hornio, Freunde. Hornio. Gut, es wird zu einem Bibor. Ist schon echt nice, aber bis dahin müssen wir tatsächlich mit Hornio leben. Ach, Luna, was tust du mir an? Das ist nicht nett von dir. Luna! Jo.
Luna, damit lösche ich dich auch von der Liste. Und der nächste in unserem Team wird sein. Der Ronsei! Ronsei kommt mir bekannt vor aus unserem Let's Play von. Wie heißt das gleich nochmal? The Escapists, der war auch schon dabei. So, gucken wir uns erstmal die Pokémon an, die wir haben. Bericht! Wir haben ein Rico, der ist locker drauf und liebt Kämpfe. Das heißt, seine Verteidigung ist stark und seine Initiative ist schlecht. Das heißt, wir können mit ihm physische sowie auch, wie nennt man den anderen Kram? Ihr wisst schon, die anderen. Physisch und hast du nicht gesehen. Nee, gar nicht. Können wir gar nicht. Wir können nur physische. Ich habe gerade verwechselt. Er ist gut in Verteidigung. Spezialangriff ist ja das andere Zeugs da mit diesem Zauber, hast du nicht gesehen, Magiekram, AP. Wie nennt sich das nochmal? Physisch und... Ich schreib's mir in die Kommentare. Ich hab's vergessen. So, auf jeden Fall guter Angriff. Das heißt, wir machen physische. Physische und psychische. Nein, physische? Doch, physisch war ja... Körperkontakt. Meine Fresse, Körperkontakt. So, jetzt hat mein Mikro bestimmt übersteuert. Auf jeden Fall, Rico hat einen Rotdünger, das heißt stark bei Pflanzenattacken oder bei Not. Das heißt, bei Not hat er stärkere Pflanzenattacken. Wenn er irgendwie im roten Bereich ist, hat er auf jeden Fall stärkere Attacken. Boah. Und er beherrscht Tackle, Panzerschutz, Absorber und Rasierblatt. Mit Level 3, Freunde. Mit Level 3. Und da haben wir ein Hornio, das eine sehr gute Spezialverteidigung hat und eine schlechte Spezialangriff. Blockiert Zusatzeffekte, gegnerische Angriffe. Will ich behaupten, dass das gut ist. Es ist aber auch nicht schlecht. Er kann nicht vergiftet werden, er kann nicht paralysiert werden, er kann gar nichts. Doch auch gut. Man muss immer das Positive in den Menschen sehen, Freunde. Immer das Positive. So, Runsay, wir gucken jetzt mal, was du für ein Pokémon bist. Ich habe es jetzt lange genug hinausgezögert, ne? Bitte sei was gut. Bum, bum, barum, bum. Wir haben schon eins. Wir haben schon eins. Wir werden keine Doppelten im Team haben. Keine Doppelten im Team, Freunde. Dum, 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 dum. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ein Feuer-Pokémon. Ich mag Feuer-Pokémon, auch wenn es Bugbee ist. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn es die Entwicklung gewesen wäre. Aber, Ronsei, du bist ein Feuer-Pokémon und das freut mich. Also bisher haben wir noch nicht das Große losgezogen. Wobei, unser erstes Pokémon war schon echt nice und ich habe irgendwas in der Tasche. Das stört mich gerade tierisch. So. Für Magby wurde ein Eintrag eingetragen. Glutherd. Zu finden ist es in Vulkankratern. Seine Körpertemperatur erreicht über 600 Grad. Vergiss das. Und so ein Viech läuft hinter mir rum, weißt du? Brennt doch mein Arsch weg, ey. Spitznamen geben sicherlich. Der Ronsei. Der Ronsei. So, herzlich willkommen, Ronsei in Le Team. Okay. Somit löschen wir Ronsei auch von der Liste. Und bekommen das nächste Pokémon dafür. Und das ist Big B. Der Big B. Aber Moment, wir müssen uns erstmal das andere Pokémon angucken, ne? Ronsei. Bericht. Er ist frech und dickköpfig. Beides auf einmal. So. Kann bei Kontakt zu Verbrennung führen. Angriff ist verstärkt, das heißt, wir können beides machen. Spezialangriff und Angriff, das ist gut, aber dafür ist er schlecht im Spezialverteidigung. Das heißt, gegen Wasser-Pokémon sollten wir ihn eventuell nicht einsetzen. Im besten Falle. Er ist ein Feuer-Pokémon, machen wir sowieso nicht. So. Okay, Ronsei, ich bin glücklich mit dir. Was hast du? Smog? Stärke 20. Ja. Was hat Hornio? Giftstachel wahrscheinlich, ne?
Giftstachel, Fadenschuss, ja. Aber ich glaube, Giftstachel ist nicht besser als Smog. Aber wir haben auf jeden Fall viele Giftattacken. Das ist schon nicht schlecht. 15. 15, Freunde. Gucken wir uns mal hier an. Rasierblatt, Alter. Gucken wir uns Rasierblatt an. 55! So geht das, Leute. 55 Angriff will ich haben. Selbst Absorber hat 20. Und Panzerschutz ist geil. Werde ich zwar nie einsetzen und werde ich löschen, sobald ich kann, aber es ist geil. So. Big B, was kommt auf dich zu an? Wieso ist der Ton gerade leiser geworden? Achso, ich hab's mit meinem Fuß leiser gedreht. Blitzer, mein Freund. Big B, das ist nicht schlecht. Big Bronx, du bist ein Guter. Ich wusste es schon immer. Jemand, der meine Let's Plays immer verfolgt, fast alles guckt, der kann nur gut sein, Freunde. Der kann nur gut sein. Und er schreibt auch immer Kommentare. Und das ist Karma, Freunde. Das ist Karma. Einer, der immer Kommentare schreibt, der immer am Start ist, der hat einen Blitzer verdient. Mm. Blitz lädt es sich mit Elektrizität auf, steht jeder einzelne seiner Körperhaare steil nach oben. So, selbstverständlich gebe ich ihm einen Spitznamen. Und zwar Big B. Der Big B. Wo haben wir das G? Da. Big B. So. Ich bin sehr stolz auf dich, Big Bronx. Ich bin sehr stolz. Wir gucken dich mal an. Mal gucken, was du alles so drauf hast. Wahrscheinlich hast du keine Fähigkeiten. Wegen Karma. Richtig. So. Ernst. Irgendwie eitel. Angriff nicht so gut, Verteidigung, Der hat überhaupt keine Nach- und Vorteile. Er ist ein neutrales Pokémon, ist sehr gut im Spezialangriff und natürlich Spezialverteidigung, das ist sehr gut. Initiative auf 12 ist schon echt gut. Guten Schlag, Tackle, rechte Hand. Immerhin ein Tackle. Immerhin ein Tackle. Und Tackle hat Schaden von, ups, das war nicht Tackle. 35, Freunde, 35. Wieso habt ihr 15? Was soll das? Naja. Uns fehlen noch zwei Pokémon. Big B wird aus der Liste verschwinden. So, und somit kommen wir zum nächsten. Und das ist der Keksmann. Einer meiner ältesten Abonnenten. Nicht vom Alter her, sondern von der Zeit, die er mir zuguckt. Und damit würde ich sagen... Irgendwas vibriert gerade. Damit würde ich sagen, gucken wir mal, was er wird. Und er wird ein Wingull. Ich glaube nicht, dass Wingull Surfer kann, oder? Scheiße, wir brauchen doch ein richtiges Wasser-Pokémon. Ein richtiges. Ein richtiges. Scheiße, Mann. Wenn wir keinen Surfer haben, ne? Da sind wir am Arsch. Da sind wir einfach förmlich am Arsch. Ich glaube nicht, dass wir mit einem Vogel-Pokémon surfen können. Seemöwe. Es nistet an steilen Küsten und nutzt die Luftströme, um in Gleitflug in den Himmel emporzusteigen. Aber wir haben ja Flug-Pokémon, wir können Fliegen einsetzen. Was uns ohne Surfer nichts bringt. Naja. Keksmann. Der Keksermann, der Keksermann. Da. Der Mr. Superkeks heißt er übrigens auf YouTube. Keksmann. Oder der Keksman. Ist ja der Keksman, nicht der Keksmann. So, Keksman, herzlich willkommen im Le-Team. Gucken wir uns mal an. Er ist hart, aber gerecht. Achtet auf Geräusche. Sehr gut im Angriff, was uns... Ne oh, Mr. Superkeks. Oh. Oh Gott. Eigentlich müsste sein Spezialangriff hoch sein. Du wirst mir Probleme bereiten. Verhindert Verlust der Genauigkeit. Können wir aber am Anfang gut einsetzen, weil einfach fucking jedes Pokémon Sandwirbel kann. Shit. Oh, naja. Wir werden trotzdem auf Spezialangriff gehen bei ihm, weil das ist das Höchste. Heuler und Aquaknarre.
Aber es beherrscht ja Aquaknarre. Es muss ja Surfer können. Wenn wir ein Pokémon haben, das Surfer und fliegen kann, das wäre ja richtig episch. Aber ich glaube nicht, dass er fliegen, dass er surfen kann. Freunde, kann Wingull surfen? Ich hoffe es sehr. So, wir müssen erstmal unser Pokémon hier loswerden und dafür gehen wir mal in die Stadt zu einem alten perversen Kerl, dem wir folgen werden. Du bist noch nicht lange Trainer, oder? Oh, Balltreffer, wusstest du doch. Aber das ist schon in Ordnung. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Keine Sorge, ich bringe dir gerne ein paar Tricks bei. Komm, folge mir. Freunde, folgt keinen alten Männern, die euch Tricks beibringen wollen. Nein, es ist ein Fehler. Was bringt euch dieses Spiel bei? Oh, tut mir leid. Du hast ja noch keine Turbo-Treter. Hab ich recht. Ich werde so langsam für dich laufen, wie ich nur kann. Versuche bitte nicht, ganz so weit zurückzufallen. Das hier ist das Pokémon Center. Wenn deine Pokémon verletzt sind und du hier abgibst, werden sie umgehend für dich geheilt. Ich kann jetzt schon sagen, dass du hier bald Stammkunde sein wirst. Das kann ich bestätigen. Du kannst mich beim Wort nehmen. Das hier ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Und noch viele weitere nützliche Items. Hier entlang geht es zur Route 30. Du wirst dort vielen Trainern begegnen, die ich alle schon... Ich sag's nicht. Die auf der Suche nach Gegnern für ihre besten Pokémon sind. Wenn du ein Stück weit läufst, findest du dort draußen... Nee, dort außerdem auch das Haus von Mr. Pokémon. Und das ist das Meer, wie du siehst. Was er nicht sagt, ne? Das ist so. Der Typ ist so schlau. Der sollte mein Mentor werden, Alter. Bestimmte Pokémon halten sich ausschließlich im Wasser auf. Tja, und das hier? Ist mein bescheidenes Zuhause. Und vielen Dank, dass du mich bis hierher begleitet hast. Ich möchte dir nun ein paar Turbo-Treter schenken. Hier, nimm gleich die an meinem... Ne, nimm am besten gleich mein Paar. Sie sind getragen und so weiter und so fort. Nein, keine Angst, das war nur ein Witz. Hier hast du brandneues Paar. Er will einfach nur meine getragenen Schuhe haben, weil das ein alter Perversling ist. Hier ein kleiner Auszug aus der Gebrauchsanleitung. Wenn du den Sprintknopf drückst auf dem Touchscreen, kannst du schnell laufen. Und hier steht noch, du kannst aber auch sprinten, indem du einfach den B-Knopf drückst. Hau rein. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Yeah. So, ab ins Pokémon Center und dann wollen wir unseren Müll mal wegwerfen. Diese scheiß Musik, ey, das ist jedes Mal ein Ohrwurm, ne? So. Hau rein. Hau die Jacken. Ich sag, hau die Jacken. Tschüss. So, unser Kanimani ist weg. Beziehungsweise in den Müll ist weg. Wir gehen jetzt hier raus und fangen uns das letzte Pokémon. Vorher muss ich nochmal den Keksmann löschen. So, Mr. Keksmann, Mr. Superkeks. Hau die Hacken, du. Hau die Hacken. So, und unser nächstes wertvolles Mitglied wird Machi sein. Machi! Als letztes Pokémon herzlich willkommen bei uns im Team. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, keine Sorge, ihr könnt immer noch dabei sein. Denn man muss dazu sagen, ich bin scheiße in Pokémon. Meine Pokémon werden sterben und diese müssen dann ersetzt werden. Durch euch. Und es wird wahrscheinlich schnell passieren. In der heutigen Folge wahrscheinlich nicht mehr, weil wir jetzt noch das Pokémon fangen und dann abspeichern, weil ich Angst habe, dass das abstürzt und alles für den Arsch war. Okay. Okay. Sag ich nicht nein? Komm, Dude. Komm in mein Team. Komm in meine Arme. Dich nehme ich gerne mit. Yeah. That is awesome, Freunde. That is richtig awesome. Turnupto wurde gefangen. Holy shit.
Es verfügt über eine verheerende Geheimattacke. Es reibt sein Fell, um Explosionen zu erzeugen. Was ist seine Geheimattacke? Dürfte einen Spitznamen geben, was selbstverständlich ist, wenn ich hier nicht machen würde. So, das Ganze wird, oder der Ganze wird Machi heißen. So, Machi. Gucken wir unser letztes Pokémon an. Wesenfroh kann Treffer gut ab. Das heißt, er ist gut in Verteidigung, oder was? Nein, seine Initiative ist stark und... Oh. Sein Spezialangriff ist gesunken. Warum? Übrigens, wenn ich meinen Kopf runtermache, vibriert hier irgendwas. Es ist mein Fuß, der vibriert, wenn ich meinen Kopf senke. Es ist... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass sein Spezialangriff so niedrig ist. Aber damit müssen wir leben. Tekel, Silberblick, Rauchwolke, Glut. Ist gut. Ja gut. Somit werde ich auch Machi aus der Liste löschen. Und somit ist unser Pokémon-Team vollständig. Wir werden das Ganze jetzt natürlich noch in die richtige Position setzen. Zwei ganz nach oben. Vier ganz nach unten. Und das ist unser Team. Machi. Als Tornuptu. Luna. Als Hornlio. Runsei als Magby. Bigby als Blitzer. Rico als, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Und Keksmann als Wingull. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir werden ein gutes Team sein. Und ich hoffe, ihr werdet nicht alle direkt verrecken. Weil Luna, ich kann es dir nicht versprechen. Kannst dir wirklich nicht versprechen, dass du überlebst. Es wird schwer für mich sein, dich am Leben zu halten, bis du endlich ein Bibo bist. Gut. Ich würde sagen, damit speichere ich ab. Und dann sehen wir uns direkt schon in der morgigen Folge wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.